meine Lieben, die freie Meinung ist ja etwas, was ist mit das höchste Gut, was wir in Deutschland haben. Und so manch einer nimmt das irgendwie wichtiger, als er dann auch muss, würde ich fast sagen. Nicht, weil ich gegen die freie Meinungsäußerung bin oder weil ich denke, das ist nicht ganz, ganz super wichtig und wir haben ja alle das Recht dazu. Heute geht es vor allem um das Thema Bodyshaming. Was ist denn genau Bodyshaming, werden jetzt manche sich fragen. Ist das Body okay und Shaming? Kennen vielleicht auch schon viele diesen Begriff, also Shame, irgendwie sich für etwas schämen oder jemanden dazu bringen, dass er sich für etwas schämt. Aber was genau bedeutet dieses Wort, was mittlerweile so ziemlich bekannt geworden ist, besonders im Social-Media-Bereich? Bodyshaming heißt also nichts anderes, als was es ausdrückt in dem Wort. Dass man entweder selbst oder andere einfach ihren Körper kritisiert, schlecht darstellt. Und das ist etwas, was ich in diesem Video vor allem ansprechen möchte, weil ich das selbst kenne, weil ich denke, alle, die irgendwie im Social-Media-Bereich tätig sind oder die sich in die Öffentlichkeit stellen, in irgendeiner möglichen Weise übers Netz das schon mal miterlebt haben, gesehen haben, gelesen haben. Und ich finde es mittlerweile, nimmt es ein Ausmaß an, wo ich nicht einfach mehr sagen kann, so ist es halt, freie Meinungsäußerung, sondern wo ich denke, man muss auch langsam mal ein Stoppschild stellen und sagen, es reicht jetzt. Wir sind zwar im Netz unterwegs, aber man kann nicht wahllos immer diese Praktiken weiter ausführen. Inwieweit habe ich denn jetzt Bodyshaming schon miterlebt? Ich habe Bodyshaming größtenteils natürlich auf YouTube und Instagram miterlebt. Ich denke, das ist auch, liegt auch daran, dass Leute, die das machen, die wollen auch, dass diese Äußerungen öffentlich werden. Die wollen nicht, dass nur ich das sehe, sondern dass eben ganz, ganz, ganz viele andere Menschen diese Aussagen auch zu Gesicht bekommen, sonst würden sie es mir auf Snapchat schicken oder sonst irgendwie privat. Nein, es kommt immer in die Öffentlichkeit und das ist diesen Menschen ganz wichtig. Inwieweit ich Bodyshaming erlebt habe, ist, wie man das so ziemlich überall, wenn man im Fitnessbereich tätig ist, liest. In der Regel bin ich entweder zu dünn, zu muskulös, zu wenig muskulös, der Po ist zu klein. Dann geht es bei mir noch weiter, dass Leute sagen, Fingernägel zu lang, Haare zu kurz, Haare zu lang, Haare zu blond, Haare zu dunkel, Haut zu dunkel, Augen zu stark geschminkt, Augen nicht stark genug geschminkt. Und die Liste könnte ich jetzt ins Unermessliche fortsetzen. Manche von euch werden das so gar nicht oft sehen bei mir, weil ich immer der Meinung bin, irgendwo hört bei mir auch die freie Meinungsäußerung auf und irgendwo ist es auch immer ein Angriff an die Persönlichkeit und ich selber finde, dass man da auch seine Grenzen ziehen muss. Für seinen Kanal, ich vor allem natürlich für meinen. Und ich denke, das können auch viele respektieren und müssen sie auch respektieren, wenn sie bei mir unterwegs sind. Weil ich denke, dass Bodyshaming eben keinen freien Lauf auf den Kanälen haben soll. Da werden jetzt manche einer denken, ja, aber das ist ja nur die freie Meinungsäußerung und man darf ja Leute kritisieren, ba, ba, ba. Und dann kommt natürlich, dann kommt der größte Satz, dann kommt der beste Satz, den mir überhaupt einfällt und den ich so ziemlich bei jedem Bodyshaming-Satz, Kommentar dazu bringen, jemals gesehen habe. Und ich habe ihn bei fast jedem einzelnen YouTuber, Instagrammer gesehen, wenn dieses Thema aufkam, auch wenn es nie so bezeichnet wurde, dass dann immer dieses Argument kommt, die Person stellt sich in die Öffentlichkeit und deswegen, in anderen Worten, deswegen ist sie freiwillig und muss sich so ziemlich alles gefallen lassen, sobald es nicht in die Schmäh oder Beleidigung geht. Dann frage ich mich natürlich, wo fängt die Beleidigung an und wo hört denn die freie Meinungsäußerung auf? Manch einer definiert das einfach für sich, weil er denkt, ich weiß das am besten. Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich es am besten weiß. Ich habe es zwar sehr, sehr lange studieren müssen und dieses ganze Thema beschäftigt die Juristen ja sehr, sehr stark. In letzter Zeit wahrscheinlich noch viel stärker als früher, dadurch, dass Leute sich einfach mehr trauen, wenn sie hinter einem Account sich verstecken können. Aber es ist wichtig, dass man weiß, nur weil es rein theoretisch manchmal recht sein könnte, heißt es nicht, dass es richtig ist in unserer Gesellschaft. Und das, finde ich, ist das Wichtige, was man erkennen muss. Die Menschen, die so Kommentare schreiben wie, sie ist mir zu dünn, sie ist mir zu dick, sie ist mir zu muskulös. Diese Menschen schreiben diese Kommentare eben nicht, weil sie denken, ich glaube, ich muss Anne jetzt mal mitteilen,
dass ich denke, sie sollte auf ihre Gesundheit achten und ich mache das wirklich im freundschaftlichen Sinne. Nein, diese Menschen machen es gerade nicht deswegen. Diese Menschen machen es meistens, weil sie mit sich selbst ein bisschen ein Problem haben. Ich habe dazu jetzt auch schon ein paar Artikel gelesen, die von Psychologen veröffentlicht wurden, von Studien, warum Menschen eben dieses Bodyshaming betreiben, wenn sie es denn machen. Das hat meistens eben den Grund, weil sie selbst mit sich leicht unzufrieden sind, auch wenn das immer ein bisschen Stereotyp wirkt, ja, ja, alle sind unzufrieden mit sich selbst, deswegen machen sie das, aber es soll anscheinend wirklich der Grund sein, es soll der Grund sein, dass sie unzufrieden nicht nur mit ihrem Körper sein müssen, es kann auch einfach mit ihrem Leben an sich sein und dass sie ein bisschen diese Frustration irgendwo rauslassen. Ihr dürft dabei nicht verwechseln, dass vor allem Instagramer, YouTuber sicherlich immer offen sind, wenn es um Kritik geht gegenüber ihren Inhalten oder was sie sonst so porträtieren wollen und was nicht. Ich bin immer offen, wenn jemand mir schreibt, hey Anne, ich fände es mal wieder gut, wenn du das anders machen würdest. Ich finde die Schnitttechnik irgendwie komisch oder mir sind die Workouts zu kurz, zu lang, zu intensiv, zu wenig intensiv. Die Ausführung würde ich anders machen. Das hat auch nichts überhaupt mit Bodyshaming zu tun. Bodyshaming reduziert sich wirklich auf die körperliche Reduktion eines Menschen zu sagen, hey, der sieht scheiße aus. Und da kann auch nicht das Kommentar greifen oder dieses Argument, ja, du bist Fitness-YouTuberin oder du bist Fitness-Instagrammerin oder was auch immer oder Fitnessmodel, wie man es bezeichnen mag. Deswegen musst du dafür offen sein. Das ist eben das Falsche, wenn die Gesellschaft anfängt so zu denken und wenn es Leute gibt, die da draußen so denken, dann müssen sie sich fragen, warum ist das so? Warum denken sie, dass das erlaubt ist, nur weil jemand in der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise in Erscheinung tritt? Wir YouTuber, wie ich jetzt sagen würde, treten in Erscheinung in der Öffentlichkeit auf einem Kanal. Wir treten nicht mehr oder weniger in die Öffentlichkeit wie Leute, die auch einen Instagram-Account haben. Auch die, die öffentlich ihr Profil sichtbar machen, ist das nicht wenig öffentlich wie ein großer Instagram-Account? Wo ist da die Grenze? Ab wann ist man quasi in der Öffentlichkeit, dass es okay ist, dass man wahllos diese Leute an ihrem Körper reduzieren kann? Und ab wann sagt man, ach, das ist ein privater Account, der trotzdem öffentlich geschaltet wurde, ab wann ist dieser Maß zu setzen? Und deswegen denke ich, man sollte überhaupt gar kein Maß setzen von Öffentlichkeit, Nicht-Öffentlichkeit. Man sollte anfangen, sich wieder zu respektieren und zu sagen, ist das wirklich okay, was ich gerade mache? Ist dieses Kommentar nicht irgendwie falsch? Bin ich überhaupt berechtigt, irgendwie diesen Menschen und seinen Körper, sein gewähltes Aussehen, seine gewählte Haarfarbe, was auch immer, irgendwie in irgendeiner Weise zu kritisieren oder zu sagen, dass ich es mir anmaßen darf, da ein Werturteil zu geben. Für all diejenigen, die dann meinen, ja, aber trotzdem in der Öffentlichkeit, da steht man dann und die freie Meinungsäußerung und den ganzen Gedöns, ich kann es fast nicht mehr hören, weil ich denke, da werden einfach zwei verschiedene Paar Schuhe in einen Korb geworfen. Dann frage ich immer mich selber zurück, würde diese Person auf der Straße zu einer anderen Person gehen? Meinetwegen auch zu einer in der Öffentlichkeit stehenden Person, wie, ich könnte jetzt die krassesten Formen bringen, zu Angela Merkel oder zu einem sehr berühmten Schauspieler, würde man zu denen gehen und sagen, du bist einfach nur echt dick geworden oder du bist echt hässlich, seit du diese Frisur trägst. Das würde keiner machen. Warum nicht? Weil man dann auf einmal jemandem gegenüberstehen müsste und sagen müsste, wie denke ich? Und dann würde man denken, das ist falsch, das gehört sich nicht. Aber im Internet gehört es sich genauso wenig. Und deswegen muss ich sagen, dass ich es nicht mehr tolerieren werde. Ich habe es lange toleriert und ich habe auch lange und sehr oft versucht zu erklären, wenn Leute anfingen, mir Vorurteile zu bringen, von wegen, ich sei zu dünn, ich sei zu dick oder in sonstiger Weise, dass das okay sei. Was ich natürlich besonders oft zu hören bekomme, ist natürlich eher die eine Schiene, also dass eher zu dünn sein. Ich weiß, dass es natürlich auch die andere Schiene gibt, dass man eher zu dick ist oder das immer zu hören bekommt. Aber ich kann natürlich jetzt nur von der einen Schiene erzählen. Und ich finde vor allem, dass die Schiene der etwas zu dünnen Menschen, da wird das Bodyshaming noch intensiver betrieben, weil viele denken, dass die Aussage, man sei zu dünn, das sei erlaubt. Wohingegen das
die Aussage, man sei zu dick, das ist mittlerweile anerkannt, dass das beleidigend sei und dass Leute das anderen Leuten nicht sagen. Aber es ist auf der anderen Seite genauso. Es ist in jeder Form des Körpers nicht okay, irgendwie kritisch zu urteilen, wenn der Mensch das nicht hören möchte. Wenn ich mich natürlich hinstelle und sage, hey Mädels, wie findet ihr gerade meine Form oder mein Körper oder findet ihr, ich habe zu viel abgenommen, dann ist das natürlich so, dass man sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich möchte diese Kritik haben, ich möchte eure Meinung wissen. Aber wenn man jetzt ein Bild postet oder ein Video macht und dann werden zahlreiche Kommentare und ich sehe das immer, immer wieder auch auf anderen Kanälen, dann würde auf einmal beurteilt, ob man selbst jetzt überhaupt den Titel tragen darf, oh Gott, wenn man überhaupt das Wort sagen darf, Titel, Fitness-YouTuberin, Fitness-Instagrammerin, wenn man da nicht ripped genug ist und shredded genug, dann darf man es nicht, warum tut man es dann? Ich finde, das sind wirklich Sachen, die mittlerweile so richtig ins Rollen gekommen sind, dass auf einmal Zuschauer sich das Recht herausnehmen, zu beurteilen, ab wann man sich Fitness nennen darf. Fitness hat überhaupt nichts damit zu tun und jemanden nur auf diesen Körperfettanteil zu reduzieren, wo ich auch immer wieder drauf reduziert werde und immer wieder gefragt wird, Anne, wie viel Körperfettanteil hast du? Ist das denn wirklich das, was unsere Gesellschaft heute verlangt? Ich höre das auch immer wieder von anderen Medien, auch von nicht neuen Medien, sondern Printmedien und alle möglichen, dass die Gesellschaft mittlerweile anfängt, Leute zu reduzieren, wo ich selbst sage, so weit sollten wir niemals gehen und wir sollten aufpassen, was wir wirklich wollen von unseren Medien. Wollen wir denn wirklich so verblödet werden, dass wir glauben, dass nicht das beste Foto genommen wird, nur damit man nicht immer wieder Kritik erntet? Es gibt mittlerweile den Hashtag auf Instagram, mehr Realität auf Instagram. Ich selber bin kein Freund davon, weil ich denke, in gewisser Weise ist die Porträtierung von schönen Körpern gehört dazu und das ist auch gut so. Und deswegen kommen die Leute ja in die Medien und suchen sich Vorbilder. Und es ist auch schön, dass man Vorbilder auch jetzt ein bisschen zum Anfassen hat, vielleicht ein bisschen näher, ein bisschen mehr in ihr Leben reingeht. Und deswegen finde ich, mehr Realität auf Instagram ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ja, Realität ist immer was Gutes, auf der anderen Seite weiß ich selber, dass die meisten Instagram, auch wenn sie mehr Realität auf Instagram schreiben, trotzdem noch diverse Filter drüber legen, diverse Fotos schießen, damit es einerseits real aussieht, andererseits nicht so real, dass wir alle in Schockstarre geraten würden. Deswegen muss man einfach schauen, dass man realistisch bleibt und trotzdem den Respekt bewahrt, wenn eine YouTuberin oder eine Instagramerin, irgendeine Medienperson sich da rausstellt und mal anders aussieht, dann ist das so. Dann hat sie mal abgenommen, dann hat sie zugenommen. Ich habe das sehr oft bei meinen Nägeln, dass Leute sich auch wirklich dreistigerweise überhaupt erlauben, da mir irgendwas sagen zu dürfen. Und ich muss halt leider dreist sagen, weil es sind meine Nägel, es ist mein Körper und es hat überhaupt nichts mit meinem inhaltlichen Wert des Kanals oder was ich porträtiere zu tun. Die Vorurteile, dass Leute, die längere Nägel tragen, irgendwie anders seien oder tussig oder sowas, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde, man soll Vorurteile gegenüber keinem haben. Und wenn ich mir morgen eine Glatze schneide, dann würde ich genauso wenig erlauben, dass jemand mich irgendwie als nationalsozialistisch bezeichnet, weil das eben einfach nicht so ist. Weil ich das weiß und jeder, der auch nur meint, ich sei jetzt tussig oder weil ich mir die Haare färbe, weil ich sie mir glätte oder weil ich einen kurzen Rock trage, dass ich irgendwas nicht richtig mache, der ist wahrscheinlich auf meinem Kanal falsch, weil ich bin gefestigt in dem, was ich darstelle, ich bin gefestigt in dem, was ich möchte und wenn ich das möchte, dann mache ich das. Und ich werde mich sicherlich nicht beugen, wie das viele YouTuber mittlerweile tun, gegenüber der Community, dass man sagen muss, ja, sonst sind die sauer oder es gibt viele, die schneiden sich die Haare nicht, weil sie denken, nee, sonst wird die Community wieder anfangen zu sagen, es steht dir nicht, das stand dir vorher besser. Das finde ich einfach so traurig, dass YouTuber anfangen, sich so zu beugen, nur weil sie Angst haben von dem, vielleicht auch ihre Community ein bisschen vorwegnehmen, vielleicht reagiert die auch gar nicht so. Es gibt sicherlich bei mir 99% von euch Mädels und Jungs, ihr seid so super und ihr wisst auch, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen Meinung, Äußerungen, Kritik und einfach nur wahllosen Bodyshaming eben. Diesen nicht produktiv dazu beitragenden Kommentaren, wo man nicht genau weiß, was soll man jetzt damit genau. Die Stimme ist zu hoch und jetzt, was machen wir jetzt damit? Soll ich jetzt Stummfilme machen? Könnte ich natürlich, mache ich aber nicht. Und deswegen hoffe ich,
ihr werdet beim nächsten Kommentar oder bei der nächsten Kritik, wo auch immer ihr die verteilt, einfach sagen, besonders im Netz, mache ich das jetzt, weil ich wirklich denke, das ist was Produktives für diesen Beitrag, oder mache ich das einfach nur, weil ich ein bisschen unzufrieden mit mir selber bin, oder vielleicht spielt bei manchen auch Neid dabei, bei manchen, ich will nicht allen sagen, und deswegen hoffe ich, dass es mehr Respekt mittlerweile im Internet gibt, weil wenn dieser Respekt irgendwann nicht mehr vorhanden ist, dann werden sicherlich sich manche Sachen ändern müssen. Ich werde immer schauen, dass ich eine ganz klare Linie da ziehe zwischen Kritik und einfach nur wahllosem Shaming, in welcher Form auch immer. Und da gehe ich auf jeden Fall auf die Null-Toleranz-Politik und ich denke, das ist der einzige Weg, wie man die Leute, die sowas praktizieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, egal ob sie dann am Ende sagen, das sei nicht böse gemeint, ist das auf jeden Fall im ersten Augenblick eine andere Sache gewesen, als das Kommentar veröffentlicht wurde. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, wie ich das meine und auch, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen positiver aufeinander zugeht und ein bisschen mehr Respekt in dieser Welt. Ich denke, von diesem könnten wir alle nicht genug bekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.